Da ist er Also, wieder. Jetzt. Hörst du mich jetzt? Ja, ich höre dich gut. Ich habe dich vorhin noch gut gehört. Ich hoffe, dass mein Handy sich über WLAN einloggt und nicht über meine Mobilverbindung, weil die ist tatsächlich hier relativ schlecht, weil ich im Dorf wohne. Ja. Aber jetzt hört man dich sehr gut, ja. Super. Wunderbar, das läuft. Klasse. Ja, vielen Dank, dass du heute dabei bist. Michael Blum, Geschäftsführer vom Max Nacht Theater in Kiel und auch vom Anna. Aber Thema ist natürlich das Max, was kommenden Samstag voll im Fokus steht. Denn dort findet eine richtig coole Veranstaltung statt, die heißt Eine Nacht Kiel. Man muss auch sagen, endlich mal wieder eine Veranstaltung im Max. Und da fangen wir mal mit an. Das Max hat jetzt schon eigentlich ja, fast ziemlich genau ein Jahr geschlossen. Wie geht es dem Club dann überhaupt? Ach, dem Club geht es an sich gut. Wir sind natürlich wahnsinnig traurig. Du hast es eben gesagt, wir sind am 6. März, also jetzt kommendes Wochenende, hatten wir im letzten Jahr 2020 am 6. und 7. März unsere letzten beiden Veranstaltungen. Und seitdem sind wir eigentlich behördlich geschlossen. Klar haben wir zwischendurch mal Streams gehabt. Wir haben auch im Rahmen des Kulturfestivals eine Veranstaltung gehabt. Allerdings mit dann 20 Gästen statt irgendwie 1000. Also das, was halt gerade zu den jeweiligen Zeitpunkten möglich war. Und wir hatten ja probiert, dann im Oktober quasi mit verringerter Kapazität nur mit sitzenden Gästen wieder so langsam was zu machen. Also quasi mit, wir hätten maximal 199 reingekommen an Gästen. Wir sind aber gestartet dann mit 100, weil wir gucken wollten, wie funktioniert das. 2 Wochen gut gegangen und dann kam der nächste Lockdown. Also auch da hat das richtig reingehauen ins Kontor. Und ja, wir hoffen jetzt einfach darauf, dass wir im Laufe dieses Jahres wieder an den Start gehen können, dann aber auch quasi mit normaler Kapazität beziehungsweise also ohne Abstand und ohne Masken. Also solange das noch gilt, werden wir keinen normalen Ablauf im Laden haben. Das wäre auch nicht betriebswirtschaftlich sinnvoll, das zu machen. Ja. Rechnet ihr denn damit, dass ihr im Laufe dieses Jahres nochmal zurückkehrt in den regulären Betrieb? Also ich hatte mir eigentlich abgewöhnt, Prognosen zu machen, weil ich das ganze Jahr über eigentlich mal falsch lag. Also ich denke, dass eine Chance besteht, dass wir im Herbst diesen Jahres wieder an den Start gehen können. Es kann auch sein, dass es vielleicht auch erst Anfang 2022 soweit sein wird. Das hängt natürlich von Faktoren ab, die wir nicht beeinflussen können. Das heißt irgendwie, wann sind 60-70% der Bevölkerung durchgeimpft? Wann sind endlich die Schnelltests auf dem Markt, die man selbst machen kann, also die Selbsttests? Und davon sind wir ganz, ganz stark abhängig. Und wer die letzten Wochen so in der Presse verfolgt hat, da sind halt auch von den handelnden Personen viele Fehler gemacht worden. So. Und ich wache morgens auf, lese eine Nachricht und denke, oh Scheiße, meine Wiedereröffnung zieht sich wieder 4 Wochen nach hinten, weil wieder einer irgendwie gepennt hat, den Impfstoff rechtzeitig zu bestellen oder die Zulassung für die Schnelltests irgendwie durchzuboxen. Das ist schon wahnsinnig frustrierend, aber wir probieren einfach so ein bisschen optimistisch zu sein. Deswegen arbeiten wir auch normal weiter letztendlich. Deswegen suchen wir uns Projekte. Da wollen wir auch gleich drüber sprechen, wie Eine Nacht Kiel. Genau. Ja, lass uns jetzt drüber sprechen, über Eine Nacht Kiel, wenn wir schon beim Thema optimistisch sein sind. Da gibt es eine richtig coole Veranstaltung am kommenden Samstag, den 6. März. Viele kreative Köpfe haben sich da zusammengesetzt und was sich Wunderbares überlegt. Erzähl vielleicht oder gib uns einen kurzen Überblick, was ist denn Eine Nacht Kiel? Was muss man sich darunter vorstellen, bevor wir gleich noch detailliert darüber sprechen? Also es ist eine digitale Show. Eine Nacht Kiel ist der Titel, findet nächste Woche Samstag ab 19 Uhr statt. Das wird gestreamt über die offiziellen Kanäle der Stadt Kiel. Also das Portal auf der Webseite nennt sich kiel.live. Kennen die meisten sicherlich auch von der letzten Kieler Woche, die ja auch digital stattgefunden hat. Da sind auch viele, viele andere Online-Events drauf. Das Portal nutzen wir. Und es wird eine zweistündige Show geben, fast eine klassische Samstagabendshow, wie man sie von früher zu Zeiten von Wetten, dass kennt. Wir haben ganz viele Gäste, wir haben ganz viele Filme vorproduziert.
Wir haben Interviewpartner, wir verlosen Preise, die Unternehmen aus Kiel zur Verfügung gestellt haben. Wir haben mehrere Bands da, wir haben Auftritte da. Das Ganze natürlich, die Frage wird wahrscheinlich gleich kommen, auch Corona-konform. Also wir haben tatsächlich auch eine Teststrecke aufgebaut, die ist jetzt ab Mitte der Woche, sie da. Das heißt, jeder Gast, der live vor Ort ist, wird jetzt in der Woche schon getestet, die Mitarbeiter und so weiter. Also schon auch eine große Nummer, es ist eine Menge zu organisieren, aber da sind so viele Partner mittlerweile an Bord, es ist unfassbar, was das für Kreise gezogen hat. Und wie klein das angefangen hat, also die erste Idee und wie groß es jetzt geworden ist. Ja, was war denn so eure erste Idee, wenn du sagst, es hat ziemlich klein angefangen, ist im Endeffekt ja doch was Riesengroßes draus geworden mit unzähligen Partnern, wenn man sich das mal so auf der Website Ja, durchliest. ist total abgefahren. André Zettner vom Konzept Veranstaltungstechnik kam vor ein paar Wochen, das ist glaube ich 4 Wochen jetzt her, auf mich und Henning zu. Henning Pohls ist mein Partner im Max und in Anna. Und sagt, ey Jungs, da gibt es so einen Ideenwettbewerb der Stadt Kiel, da kann man sich drauf bewerben und wollen wir nicht mal irgendwie einen Stream machen und dann stellen wir irgendwie mal eine Band auf die Bühne und das streamen wir dann ins Internet. Und Henning und ich haben mal gesagt, ey, Idee ist nicht schlecht, aber nach einem Jahr Pandemie, so ein einfacher Stream interessiert irgendwie auch keinen mehr. Also, wir haben es auch bei eigenen Streams gesehen, dass der erste war noch sehr gut besucht, der letzte, das hat dann schon keinen mehr interessiert. Wir haben gesagt, ey, wenn wir was machen, müssen wir eigentlich irgendwas haben, was die Leute auch flasht, wo der Kieler sagt, ey, das muss ich mir anschauen. Da mache ich ein Kreuz irgendwie im Kalender, das will ich nicht verpassen. Und Henning hatte dann Kontakt aufgenommen zu Sascha Dobrowolschi. Der hat eine große Agentur, Showe nennt sich die. Und die haben in letzter Zeit schon für Unternehmen so ein paar Streams auf die Beine gestellt. Und mit dem haben wir gesprochen und der hatte dann eine krasse Idee nach der anderen. Also wir sind gar nicht mehr da mitgekommen, das alles mitzuschreiben. Das ist total abgefahren gewesen. Und haben dann irgendwann gesagt, ey, super, der Kollege ist geil. Der ist zwar total irre, aber positiv irre, weil er so viele gute Ideen hat. Und dann haben wir ihn gefragt, ob er nicht Lust hat, das ganze Ding irgendwie mitzugestalten. Und dann hat er sofort, der hat gar nicht überlegt, gesagt, ey, ja klar, Jungs, ich bin dabei mit meinem gesamten Team. Und dann brach eine Lawine los. Dann haben wir die einzelnen Ideen ein bisschen zu Papier gebracht, haben geguckt, ey, was brauchen wir noch an Unterstützung? Und mittlerweile ist es so, dass also, die Technikfirma von Andreas Zettner Concept hat sich jetzt noch zwei weitere, mittlerweile sind es drei weitere Technikfirmen mit ins Boot geholt, weil der gesagt hat, ey, Jungs, das Ding ist so groß, ich brauche Unterstützung, das kriege ich allein nicht hin. Und jetzt haben wir da 4 Technikfirmen mit am Start. Mit Produktionswagen vom Max. Jede Firma hat so einen anderen Bereich, den sie abdecken. Der eine macht Ton, der andere Licht, der eine ist für Streaming zuständig. Einer sorgt dafür, dass das in der Regie richtig läuft, also dass die Einspieler alle kommen, dass die Bauchbinden unten durchlaufen. Und so ist das richtig groß geworden. Und mittlerweile sind wir ein Team von, boah, ich würde sagen, fast 20 Leuten, die parallel an dem Projekt arbeiten. Und das ist schon krass. Und was das allerkrasseste ist, alle machen es ehrenamtlich. Also wir haben jetzt schon Produktionskosten, wir haben es einfach mal hochgerechnet, von über 100.000 Euro. Wahnsinn, ja. Aber jede beteiligte Firma hat gesagt, ey, wir wollen da nichts für haben. Das ist ein geiles Projekt. Wie können wir euch unterstützen? Ein Projekt, was es so wahrscheinlich auch nie gegeben hätte, wenn Corona nicht war. Bei Sachen, wie bitter das letztlich ist, unfassbar, so ein Projekt jetzt aufzustellen. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, ganz Kiel freut sich echt schon sehr drauf. Die Werbetrommel wurde jetzt in den letzten Tagen ja doch noch ordentlich gerührt. Umso mehr freut mich, dass wir heute auch nochmal drüber sprechen können. Ja, ist total irre, totaler Wahnsinn, auch in der Kurzfristigkeit der Zeit. Also, ich sag mal, so ein Projekt ist eigentlich, dass du einen Vorlauf von 6 bis 12 Monaten normalerweise hast, um das alles irgendwie einigermaßen hinzukriegen. Und wir arbeiten mit dem gesamten Team letzten Endes Tag und Nacht. Also, es ist auch, ich habe auch heute den ganzen Tag irgendwie noch an den Konzepten gefeilt. Social Media gemacht, habe andere mit Infos versorgt, andere Partner haben mich wiederum mit Infos versorgt. Wir haben ja parallel auch Getränkepakete uns ausgedacht, die es jetzt auch im Shop zu kaufen gibt. Wir haben Gastronomen dazu, das sind jetzt, das nächste Portal geht morgen online.
heißt, wir haben Gastronomen dazu bewegt, nur für die Veranstaltung Speisenpakete zu machen. Das heißt, die Leute können dann bei den jeweiligen Gastronomen anrufen und sich auf die Veranstaltung zugeschnittenes Essen bestellen dann für die Veranstaltung. Das kommt Montag noch, es geht Montag noch online. Das Getränkeportal ist, ich glaube, gestern online gegangen. Also viele, viele Arbeiten, die da parallel laufen. Hashtag Kiel ist zusammen, sozusagen. So ist es. Das ist der Hashtag. Und welche Partner oder bei welchen Gastronomen kann man sich da bedienen? Ich habe die leider nicht alle im Kopf. Ich weiß jetzt von zwei, drei, die auf alle Fälle dabei sind, weil ich es vorhin noch ergänzt habe. Der Sandhafen hat ein Paket erstellt. Das Strandhotel, Pope Mahoney hat ein Paket mit reingebaut. Die Getränkepakete laufen über Brötzmann. Der hat uns quasi angeboten, dass er es verpackt, dass er es auch über seinen Hof verkauft. Das heißt, die Leute bestellen es mit auch Corona-konform mit einem Timeslot. Ja, also weil wir natürlich nicht wollen, dass plötzlich irgendwie 500 Leute da im Laden stehen, sondern die Leute buchen sich ein Paket und gleichzeitig einen Timeslot, wann sie das dann bei Brötzmann abholen können. Also total irre, was da alles hintersteckt. Ja. Um 19 Uhr geht das Ganze schon los mit dem Vorprogramm. Und um 20 Uhr dann richtig. Was kann man dann schon im Vorprogramm sehen? Also im Vorprogramm ist unsere Showband zu sehen. Das sind die Nordhelden. Die spielen da schon mal mit ihrem Sänger Peter Widerek. Der ist auch Gast in der Show. Der stellt seine neue Single vor. Die spielen im Vorprogramm. Wir haben das gemacht, dass sich jeder eigentlich vorher schon mal einwählen kann auf die Webseite und so weiter, dass die Leute langsam reinkommen. Und es hat auch noch einen anderen Grund. Die Webseite würde ein Problem haben, wenn sich 20.000 Leute um 20 Uhr gleichzeitig auf die Webseite knallen. Deswegen haben wir gesagt, ey, wir müssen das ein bisschen entzerren und bieten quasi schon an ab 19 Uhr, damit der Stream auch stabil läuft dann. Ja, mit wie vielen Leuten rechnet ihr denn eigentlich? Also, man hat ja nicht so wirklich einen Richtwert eigentlich, oder? Nee, haben wir nicht. Wir hoffen auf 28.000 Menschen. Ich sage dir auch genau, woher diese Zahl kommt. Weil Ja. es gibt eine Publikumswette. Und Okay. zwar wetten wir gegen 28.000 Leute letzten Endes. Wenn 28.000 Leute einschalten, dann werden wir irgendwas einlösen müssen. Das steht noch nicht ganz fest, da basteln wir noch dran. Ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt viele Show-Elemente. Wir haben ganz viele Wetten. Einige werden das ja schon gesehen haben. Wir haben ja schon so eine Behind the Scenes veröffentlicht mit den Geschäftsführern von Holstein Kiel und vom THW Kiel, die in der Wunderino Arena gegeneinander angetreten sind. Ich verrate noch nicht viel, so viel, wer da gewonnen hat, aber mega spannend auch. Und da gibt es halt auch eine Wette, die wir anbieten, die wird so ungefähr wie 28.000 gegen uns irgendwie heißen. Und da hoffen wir ein bisschen drauf. Na, ob es nachher so viel werden, müssen wir mal Ja. sehen. Das wäre schon eine krasse Nummer, wenn wir das schaffen. Im Moment berichten alle drüber. Also gestern Schleswig-Holstein-Magazin, Sat.1 war schon da gibt es noch einen Bericht. Nächste Woche ist RTL da, dreht einen gesamten Tag bei uns mit. Dann haben die Kieler Nachrichten haben berichtet, Kieler Leben, es ist auf diversen Online-Portalen. Die ganzen Unternehmen, die uns unterstützen, die unterstützen uns auch im Social-Media-Bereich, also sei es nur UKSH, wo wir einen Teil des Videos gedreht haben, ganz viele Unternehmen und so weiter. Das ist schon eine krasse Geschichte und ich bin wirklich auch echt berührt, was wir hier für einen Zusammenhalt in Kiel mit so einer Geschichte haben. Also das ist schon abgefahren, du hast es vorhin gesagt. Ich glaube, ohne Corona ist das schwer vorstellbar gewesen. Kiel hilft Kiel, Kiel hält zusammen in dem Fall. Die Kieler unterstützen sich gegenseitig. Das ist schon angesprochen, viele, viele Wetten. Wann kommt Thomas Gottschalk um die Ecke? Ist er auch noch dabei als Überraschungsgast? Pass auf, also der kommt nicht um die Ecke, so kann ich schon sagen, aber wir haben super viele Prominente, die quasi uns unterstützen. Also ich sag mal, Christian Rach, der hat für uns einen schönen Einspieler produziert, Ingo Oschmann, der Comedian, ist dabei. Dann haben wir natürlich ganz, ganz viele regionale Künstler, die dabei sind. Also da kann man schon auf eine Menge gespannt sein. Wir haben auch super Talkgäste. Der bekannteste wahrscheinlich, der Kieler Oberbürgermeister, Ulf Kämpfer, ist dabei.
Es kann sogar sein, dass der Ministerpräsident mal reinschaut, also das ist noch nicht ganz bestätigt, aber auch da gibt es die Möglichkeit, dass das eventuell noch realisierbar ist. Also das ist schon eine krasse Couch, die wir dann da aufbauen auf der Max-Bühne mit Leuten. Auch da wieder, falls einer fragt, ja klar, sitzen immer nur zwei Leute gleichzeitig da. Wir müssen natürlich auch die Corona-Regeln einhalten, aber da haben wir ein ganz gutes Konzept eigentlich. Aber wenn du die Couch schon ansprichst, insofern ist es doch vergleichbar mit Wetten, dass viele Stargäste da sind. Ja, ein bisschen schon, das stimmt. Also es geht letztendlich darum, ich glaube, das wird auch klar aus dem, was ich erzählt habe, es soll halt ein kurzweiliges Programm sein, wo sich jeder Kieler wiederfindet letzten Endes. Also egal, ob der jetzt 20 Jahre alt ist oder 60 Jahre alt, eigentlich ist da für jeden was dabei und es ist eine kurzweilige Geschichte. Wie seid ihr denn, oder wie leicht war es, an die Leute ranzukommen, wie Ingo Oschmann zum Beispiel, der jetzt nicht Kieler ist, aber trotzdem natürlich auch schon bekannte Größe? Ja, genau, da haben uns natürlich die Kieler Unternehmen wieder geholfen, weil wir haben natürlich probiert, auch alle möglichen anzurufen. Und Ingo Oschmann ist über das Metro-Kino gekommen. Da haben wir den Kontakt gehabt und haben gefragt, ey Mensch, wir haben hier eine Idee, habt ihr eine Idee, was ihr noch machen könnt? Und die kamen dann, ey, wir haben hier so unser Buddy Ingo Oschmann, den kennen wir persönlich, den fragen wir mal, ob der nicht was für euch produziert. Und so sind dann die ganzen Kontakte nach und nach zustande gekommen. Also es haben tatsächlich die ganzen Kieler Unternehmen auch was dazu beigetragen zu der Show. An alle, die dabei sind, wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie gerne zur großen Veranstaltung am kommenden Samstag, den 6. März, eine Nacht Kiel. Aus dem Max-Theater wird gesendet. Ab 20 Uhr geht's los. Also wenn ihr Fragen habt, stellt sie jetzt. Wer führt dann eigentlich durch den Abend? Der Chef von Showworld, Sascha, ist auch gleichzeitig Moderator und der macht das dann. Und der Typ ist wahnsinnig sympathisch. Das ist wirklich, der ist auch kameratauglich. Also ich hätte es nicht machen können, mein Partner Henning auch nicht. Das lag einfach nahe, den zu nehmen. Und der hat auch wahnsinnige Erfahrung. Er ist seit 30 Jahren in dem Business. Sehr gut. Onkel Björn fragt jetzt gerade, wie lange dauert die Show? Also die Show ist angelegt auf 2 Stunden, plus minus ein paar Minuten. Wir haben auch im Anschluss an die Show dann noch eine digitale Aftershow mit ein paar DJs. Gleiches Spiel, wir wollen es nicht abrupt enden lassen, sondern wer Lust hat, kann noch ein bisschen drin bleiben und kann sich noch ein bisschen von Musik berieseln lassen. Aber die Hauptzeit der Show beträgt 2 Stunden in etwa. FK Mitch unterstrich 18 schreibt, dass du auch hättest mitmachen können. Oder das moderieren wahrscheinlich. Ja, danke Micha. FK Mitch ist Micha, ist ein ehemaliger Mitarbeiter von uns. Und ja, ich komme ja aus der Branche. Ich stand auch jahrelang auf Bühnen in ganz Deutschland. Sascha ist da nochmal einen Tick professioneller wie ich. Und der hat auch die bessere Frisur im Moment. Mein Friseur geht im Moment mit dem Telefon. Ja, bis Samstag weiß man nicht. Ne? Morgen sind die Friseure wieder geöffnet. Da ist der ein oder andere Gast sicherlich nochmal frisch geschoren worden. Da gehe ich stark von aus. Ich glaube, ey, also zumindest was ich von mir sagen kann, ey, ich habe einen Timer gesetzt, bis ich den nächsten Friseurtermin habe. Ich freue mich wirklich drauf. Ja, das glaube ich. Bist du denn abends noch an den Plattentellern unterwegs? Du bist ja eigentlich auch DJ, ne? Ja, genau. Bist du da noch dran? Nee, auch da lasse ich meine Residence vor aus dem Max, einfach weil ich da nicht im Vordergrund stehen muss. Ich bin da im Hintergrund und bin in dem Orga-Team mit. Und das sollen dann die Jungs machen. Und die sind auch alle ausgehungert. Die sind ja auch letzten Endes ein Jahr im Lockdown und haben nichts zu tun. Und die freuen sich auch dann, dass sie da mal wieder ein bisschen im Mittelpunkt stehen können. Ja. Eine andere große Sache ist natürlich auch noch die Kiel-Hymne, die extra geschrieben wurde oder produziert wurde von Mark Smith. Genau, Mark Smith. Und was kann man über die Kiel-Hymne sagen? Da waren ja auch extrem viele Kieler Musiker dabei. Ja, auch eine Idee, die wir mit Sascha besprochen haben. Ich hatte dann den Kontakt zu Marc. Ich bin mit Marc zur Schule gegangen und wir haben einen lockeren Kontakt und ich hatte ihn dann angerufen und hatte ihm die Idee vorgestellt und er war auch sofort Feuer und Flamme bei der Nummer und hat, innerhalb weniger Stunden hat er dann Text und hatte schon so eine erste Strophe total abgefahren
Und auch die Idee hat sich dann immer weiterentwickelt, weil wir gesagt haben, ey, wenn wir das machen, wir müssen eigentlich das auch ein bisschen bebildern. Und jetzt haben wir ein Video dazu gedreht, da haben ganz viele Kieler teilgenommen. Also da war beispielsweise Mitarbeiter des UKSH haben Ausschnitt gedreht, Kinder in der Kita haben dazu getanzt, das Theater Kiel hat dazu eine Choreografie gemacht. Und dann haben wir auch Arbeiter aus Fermen, die dann draußen vor der Halle dazu kurz getanzt haben. Und das ist alles zusammengeschnitten worden. Unter anderem auch Henning und ich, mein Partner, wie wir auf dem Dach von Max kurz getanzt haben. Da gibt es auch einen ganz kleinen Ausschnitt. Und aus dieser Collage wird gerade das Video gebaut. Und ich konnte es schon sehen, 3 Minuten lang, Gänsehaut. Also einmal ist der Song Hammer. Der Song heißt Kiel bleibt Kiel, hat einen super Text. Und super gesungen und dann das Video dazu. Also das wird ein richtig emotionaler Moment. Kiel bleibt Kiel. Ich habe da auch schon mal reingehört, im Schleswig-Holstein-Magazin wurde ja ein Ausschnitt gezeigt. Also ich glaube, das ist ein ziemlich großer Urwurm, der da entsteht. Ja, sehr schön, Michael. Danke für diese ersten Einblicke schon mal. Was mich jetzt vielleicht nochmal interessieren würde, du hast ja die ganzen Wetten schon angesprochen. Kriegt man also schon mal vielleicht so einen kleinen Appetizer, was es da für eine Wette gibt, oder sollen wir uns überraschen? Ja, da würde ich nicht allzu viel sagen, weil wir haben bei einigen Wetten haben wir letzten Endes noch Informationssperre. Das heißt, ich durfte auch noch nichts an die KN und so weitergeben. Da Okay. werden wir morgen mit ein paar Sachen weiter rausgehen. Was ich noch sagen kann, wir haben tolle Preise. Ich würde gerne auf einen kurz eingehen, der auch heute bestätigt wurde. Also Mark Smith hat auch gesagt, er findet das Projekt geil. Der hat ein eigenes Label und er sagt, ey, pass mal auf, ich sponsere einen Plattenvertrag. Das heißt, die Leute, die ein bisschen singen können, können sich mit einem kurzen Video über eine E-Mail-Adresse bewerben. Das werten wir im Laufe der Woche aus und dann werden wir auch da letzten Endes diesen Plattenvertrag vergeben im Laufe der Show. Okay. Also auch das ist eine Riesennummer. Unfassbar. Ja, also wie da so alle Räder ineinander greifen, das ist schon echt extrem. Also richtig, richtig gut. Zu sehen, du hast es auch schon gesagt, ist das Ganze auf kiel.live. Ja, auch schon die Kieler Woche Veranstaltungen. Und das muss man auch sagen, weil da bei mir auch ein paar Fragen reingekommen sind, das Ganze ist kostenlos. Also es kostet einfach nichts. Genau, das ist kostenlos. Es soll keine Hürde geben, damit die Leute einschalten. Das ist wirklich von Kielern für Kieler und mit der Unterstützung der Stadt Kiel. Das ist auch nicht ganz selbstverständlich, dass die das alles zur Verfügung stellen und dass sie das Projekt einfach mit unterstützen. Sehr gut. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt sie jetzt gerne. Michael Blum, der Chef von Max in Kiel. Hier ist persönlich jetzt zu Gast auf Mikrofon. Dann ja, stellt eure Fragen jetzt. Eine Nacht Kiel, die Livestream-Veranstaltung nächsten Samstag. Ansonsten, ja, sind meine wichtigsten Fragen auch erstmal geklärt worden. So viel darfst du jetzt auch noch nicht verraten, aber du hast ja schon eine ganze Menge verraten. Genau, und ihr könnt auch auf unserem Instagram-Account und auf dem Account bei Facebook, also eine nach Kiel jeweils, da gibt es auch alle Infos und wir sind da auch mehrere Male am Tag letzten Endes mit Stories und mit Posts online, weil da einfach so viel dazukommt und wir gar nicht hinterherkommen, alles zu so kommunizieren, weil es unfassbar krass ist. Da ist auch die Unterstützerliste der Kieler Firmen dabei, die stündlich aktualisiert wird, weil es hammermäßig ist, wer da alles dabei sein will. Sehr gut, ja. Ich bin sehr gespannt. Ich werde auf jeden Fall dabei sein, schon ab 19 Uhr. Und dann bis zur Aftershow-Party. Klasse. Welche DJs sind dabei? Also im Anschluss an die Show startet Chris Reger, das ist ein Max-Resident, der macht 1 Stunde und danach, weil uns auch wichtig war, dass wir auch andere Betriebe mit reinnehmen, übernehmen die DJs der Villa. Aus der Lidienstraße dann das Zettel. Die ja jetzt auch in der Corona-Zeit da schon aktiv waren und ein cooles Stream Ja, gestellt haben. genau. Und uns geht es ja bei der Geschichte auch um eines, das vielleicht zum Schluss nochmal, wir wollen so ein bisschen aufmerksam machen auf die ganzen Branchen, die einfach, um das mit meinen Worten zu sagen, hart gefickt sind von Corona. Sei es nur wir, also die Kulturbranche, die ja seit einem Jahr jetzt
letztendlich im kompletten Lockdown ist, die ganzen Solo-Selbstständigen, die Einzelhändler, dann die Leute, die in den entsprechenden Pflegeberufen arbeiten und so weiter. Also die Liste ist endlos lang und da war es einfach nochmal, dass wir sagen, ey, pass mal auf, wir wollen gar nicht irgendwie rummeckern oder rumjammern, wir machen eine Show und wollen damit einmal nochmal Aufmerksamkeit auf legen, auf das, was wir machen und wir hoffen auch, dass wir sowas nie wieder machen müssen. Ne? Also nochmal, die nächste Veranstaltung in der Form, die wollen wir live irgendwo im Max machen oder in der Bonnerino Arena oder sonst wie und dann wieder mit Tausenden von Zuschauern. Das ist das, was wir uns alle wünschen. Ich meine, das wäre natürlich auch was Geiles. Ne? Also Niki Breuer schreibt ja schon, wird nice am Samstag. Das glaube ich auch, das glaubt jeder. Aber noch nicer wird es natürlich, wenn man diese Veranstaltung nochmal in einer anderen Form weiterentwickelt. Insofern das überhaupt notwendig ist, das weiter zu entwickeln, weil das schon so überragend klingt. Aber das einfach einem größeren Publikum dann live zu präsentieren, so eine Show wirklich. Ne? Ja, genau. Kann man sicherlich mal drüber nachdenken. Ist jetzt im Moment, haben wir da gar keine Zeit für, ja, klar. In die Richtung zu denken. Aber ja, eine Geschichte, eine Veranstaltung, die ganz klar auf Kiel ausgerichtet ist, finde ich auch schon smart, die Idee. Ja. Super. Ja, also die Community hat keine Fragen mehr. Du hast sie alle beantwortet. Scheint so. Habe ich zu viel geredet? Nein, du hast genau die Veranstaltung so geschrieben, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, Michael Blum, ich danke dir für deine Zeit. Wünsche euch ganz viel Erfolg jetzt noch in dieser Woche beim weiteren Organisieren und bei den weiteren Proben, die es denn ja sicherlich auch gibt. Und dann eine richtig coole Show. Ich bin sehr gespannt. Super, vielen lieben Dank. Ich danke dir. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Sonntagabend. Ne? Alles klar. Danke euch. Mach's gut. Danke, dass ihr auch dabei wart. Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.